Guten Tag, ich bin wieder da. Rybor123, der YouTube-Kanal, der Anfang 2022 gelöscht wurde, ist wieder da. Mit der ganzen Zeitgeschichte von Corona und dem Lehrer Ormann. Ja, so heiße ich. Wer erinnert sich noch? Also ich möchte mich erstmal bedanken bei all den Subscribern, die dabei geblieben sind, die ihr Abonnement bei mir gesetzt haben und die der Meinung waren, dass auch ich etwas zu sagen habe in dieser Welt. Ich bin ein Lichtstrahl, wir alle zusammen sind das Licht, so habe ich das immer gesehen. Ich bin die Inspiration, aber alle anderen müssen auch in die Gänge kommen. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt weiter auf YouTube wie gehabt? Mit dieser Frequenz und dieser Dichte ganz sicher nicht. Ja, das hat sich YouTube selbst zuzuschreiben, dass sehr viel Vertrauen zerstört wurde, dass man überhaupt noch seine Meinung sagen darf. Ja? So, jetzt hat sich ja glücklicherweise herausgestellt, so im Rückblick, dass ich immer goldrichtig lag. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo ich falsch gelegen haben sollte. Mir ist da nichts zu Ohren gekommen, mir hat dann niemand etwas gesagt. Außer die Schulverwaltung Berlin, die nach wie vor irgendwie der Meinung ist, bei mir läge ein Fehlverhalten vor. Nun gut, mit denen werde ich mich noch ein bisschen herumstreiten müssen. Hoffentlich nur noch ein bisschen. Weil wenn wir tatsächlich ein demokratisches Land hier in Deutschland haben möchten. Und in manchen Fernsehkommentaren klingt das ja nicht mehr so. Dann ist es ganz wichtig, dass auch jeder seine Meinung sagen darf. Dann ist es auch ganz wichtig, dass wir Fragen stellen dürfen. Dann ist es auch ganz wichtig, dass wir unsere Antworten sagen dürfen. Weil das, was die Politik zu tun hat, kommt letztendlich von unten. Es kommt von uns, den Menschen, die Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel Heizen, Essen, ausreichend Schlaf. Ja, ganz normale Dinge halt. So, was werde ich jetzt hier weiter auf YouTube veranstalten? Das weiß ich tatsächlich noch nicht so genau. Aber ich bin sehr froh, dass der Kanal wieder da ist. Es zeigt auch, dass YouTube mit sich reden lässt. Man kann ihnen freundliche Briefe schreiben und darum bitten, dass gelöschte Kanäle wiederhergestellt werden. Und manchmal tun sie es dann auch. Also nochmal vielen Dank, YouTube. So viel Einsehen hatte ich dann doch auch erwartet. Aber nicht wirklich damit gerechnet, dass dieser Kanal jemals wieder da sein würde. So, jetzt kann ich mir meine alten Videos mal wieder angucken, die Kommentare darunter mal wieder lesen und sagen, ja, das waren die Jahre 2020, 2021, 2022 und sie waren hochinteressant. Wir alle haben zusammen viel gelernt. Manche haben daraus nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Ob ich daraus die richtigen Schlüsse gezogen habe, das weiß ich auch noch nicht. Aber es geht im Moment viel darum, auf sein eigenes Herz zu hören, auf seine eigene Intuition zu hören und das zu machen, was irgendetwas Höheres vorgibt. Aber dieses, was über mir steht, das ist nicht die Politik. Das ist etwas, sagen wir mal, Göttliches. Das ist etwas, was in uns allen wohnt, was zu uns spricht und was dann manchmal zu uns sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann muss man auch stehen bleiben und dieser Stimme gehorchen. Egal, was unsere Politiker sagen, egal, was unsere Vorgesetzten sagen, egal, was andere Menschen sagen, der Einzelne ist wichtig. Nicht eine gesteuerte Masse, die wie Rindviecher irgendwelchen Narrativen hinterherläuft und ihnen glaubt womöglich noch. Also, mein wichtigstes Thema war immer
selbst sehen, selbst hören, selbst denken. Und dem bin ich natürlich als Lehrer auch verpflichtet, weiterhin. Lehrer ist ein Beruf. Den kriegt man nicht einfach so und den kriegt man auch nicht einfach so weggenommen. Ich bleibe auch Lehrer. Völlig egal, ob ich jetzt zum Beispiel am 15.05. um 10 Uhr im Arbeitsgericht Berlin in einer Verhandlung mal gut dastehe und mal schlecht dastehe. Ich mache weiter, bis dieser Fall einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Das ist tatsächlich mein Ziel und das werde ich auch erreichen. Und ob ich dann gewinne oder verliere. Es ist Geld, ja, das ist richtig. Es ist auch viel Geld, was daran hängt. Ja, das ist auch richtig. Und ich habe auch nicht unbegrenzt Geld. Es ist ein reines Machtspiel der Politik, sich an dieser Stelle durchzusetzen gegen einen kleinen, feinen, harmlosen Lehrer, der einfach nur seine Meinung gesagt hat. Und den kann man einfach mal, zack, so aus dem Weg räumen. So hat sich das die Frau Scheres vorgestellt. So hat sich das die Frau Busse vorgestellt. Und ob das letztendlich so kommen wird, das wissen wir alle zusammen noch nicht. Also, wer kommen möchte, es ist eine öffentliche Verhandlung. Am 15.05.2023 um 10 Uhr am Arbeitsgericht Berlin, Magdeburger Platz 1, Raum 334, glaube ich. Vielleicht schreibe ich Ihnen nochmal einen freundlichen Brief. Sie bitte Platz haben für 20, 30 oder 50 Leute, notfalls, falls so viele Interessierte da sind. Aber das hoffe ich natürlich. Ich finde, das ist sehr interessant, wie man heutzutage mit unseren Rechten umgeht. Und das werden wir genau beobachten und diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Und ich verbleibe dann mal bis zum nächsten Video. Lehrer Baumann aus Berlin. Schönen Tag noch.